Wir sind angekommen auf dem Startplatz in den Megamarsch 2023. Da Matthias heute. Ja, ich schicke Julia leider alleine auf die Strecke. Ja. Ich habe mir eine Mandelentzündung eingefangen. Ja. Und bin leider noch nicht fit genug. Ja, total schade, weil wir gerne heute als Team hier an den Start gegangen wären. Und ja, den offiziellen Platz übernommen hat hier Egon. Egon hat jetzt auch hier, ist offiziell registriert mit dem Ticket, hat auch sein Startbändchen und wir werden dann heute auch hoffentlich die Medaillen nach Hause holen. Es geht los. Jetzt wird's ernst. 3, 2, 1 und los. So, nach meiner Uhr ist der erste Kilometer geschafft. Das heißt schon 1%. Ich kann ja die Zeit noch mal nutzen, so am Anfang, wenn man noch fit ist und ja, schönen Tag und das Licht gut ist, um mal jetzt zu erzählen, ja, was Matthias und mich auch beim Megamarsch verbindet. Wir haben uns nämlich tatsächlich vor 2 Jahren in der Vorbereitung zum Megamarsch kennengelernt. Ich damals den Grüngürtel etappenweise gelaufen. Und hatte dann gedacht, ach ja, komm, heute mal so 35 Kilometer rund um Frankfurt. Das ist ein so schöner, ausgewiesener Weg. Der ist insgesamt 68 oder 69 Kilometer lang. Und kann halt da auch super Abschnitte laufen. Und habe mir eben gesagt, heute laufe ich mal 35 Kilometer. Und es war so Richtung Riederwald. 5-6 Kilometer, nachdem ich zu Hause losgelaufen bin. Das vor mir jemand auftauchte mit Laufschuhen, einem Rucksack mit Trinkblase und entsprechenden Sonnenschutz auf dem Kopf, wo ich gedacht habe, also wenn jemand so unterwegs ist, wird er nicht nur spazieren gehen. Und da ich mich damals alleine angemeldet hatte für den Megamarsch, habe ich ihn einfach angesprochen und habe gefragt, du, läufst du den zufällig? Na, er sagte ja. Und damit war er der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der auch diese 100 Kilometer laufen wollte. Und Gott sei Dank ist immer so diese eine Sekunde, habe ich ihn dann angesprochen und gefragt, ob wir nicht die Nummern tauschen. Ich habe ja eben gesagt, wenn wir in der Garmin sind, ist der erste Kilometer rum. So, jetzt ist er auch offiziell nach ausgemessener Megamarschstrecke rum. Da stand nämlich eben ein schönes Schild. 99 Kilometer noch zu laufen. Der erste Schritt ist getan. Als kleiner Zwischenstand 2 Stunden 25 gelaufen und eben jetzt die 14,86 laut der Garmin. Bis später. Erster Riegel. Tatsächlich habe ich das noch gemacht. Sonst hatte ich immer, wenn ich gelaufen bin, gedacht, kein Hunger, brauche nicht. Banana Peanut Butter mit Chocolate Chips. Sehr lecker, kann ich weiterempfehlen. Jetzt 3 Stunden 28 auf der Uhr und Kilometer 21. Bei Kilometer 27 ist der erste Verpflegungspunkt. Jetzt geht's mit dem Riegel. Ich habe trotzdem irgendwie ganz Hunger auf so was schönes Herzhaftes. Und vielleicht will ich anhalten. Sonst, wenn ich anhalte, will ich auch meine Split auf den Schuhen. Aber eigentlich will ich mich auch nicht, will ich nicht stehen bleiben. Bei mir gibt es gerade Turbo-Brezel. Eine schöne Situation, wir sind nämlich bei so einer größeren Straße und mit Ampeln. Und tatsächlich stand auf der anderen Straße noch ein Kind und alle sind stehen geblieben. 20 oder 25 Leute, dort Sportveranstaltungen. Echt cool zu sehen. Ich freue mich jetzt gleich auf Verpflegungsstation 1. Es sind ungefähr noch 2 Kilometer. Und ich bin so froh, dass ich dieses Steinchen auf dem Schuh habe. Ich hoffe jetzt. Also es läuft sich deutlich angenehmer. Es
Zwischenstand. Verpflegungsstation 1. Ich habe mir die Marke gesetzt, 5 Minuten und dann weiter. Hat geklappt. Trinkblase aufgefüllt. Ich hatte genau 1 Liter getrunken. Ich kann noch ein bisschen nachlegen, was meine Trinkaufnahme angeht. Vegane Müsli-Riege. Karotten. Ich habe mir auch gegessen. Und eine Banane in der Hand. Also ich habe mir mitgenommen, als ich da gesessen habe. Bin ich gar nicht gesessen, ich habe nur schnell abgestellt. Warte jetzt weiter und keine Zeit verlieren. Außerdem fühlt sich heute meine Füße nicht so doll an. Eher das Gefühl von Blasen. Und ja. Liebe Augen zu und durch, würde ich sagen, als lange verweilen. Ich bin jetzt bei Kilometer 33. Man merkt die Ermüdung. Ich muss sagen, das ist so bitter heute. Ja, mir tut tatsächlich meine komplette Fußsohle weh. Und ich habe eben nochmal wieder dagegen gestoßen und habe nochmal meine Schuhe ausgezogen, beide Socken gerichtet, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft das ein bisschen. Hat's auch kurzzeitig. Aber meine Fußsohle brennt wie die Hölle. Hatte ich in der Form noch nie. Und das nach einem Drittel. Weil ich mir denke, oh Gott, wie soll das denn noch werden? Also ich bin mega gut in der Zeit. Wir haben jetzt 33 Kilometer und ich habe auf der Uhr 5 Stunden 51. Das heißt, ein wahnsinnig guter Schnitt. Aber der bringt mir halt nichts, wenn ich nicht mehr die Distanz laufen kann. Das heißt, ich habe einen ganz, ganz lieben Freund, dass Matthias jetzt unterwegs ist zu mir nach Hause, andere Schuhe holt und nochmal trockene Socken. Ich hoffe einfach, dass die Kombi dann hilft und ich jetzt hier nicht gleich aussteigen muss. Aber es ist, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Guckt mal, wie toll das hier aussieht. Mega, oder? Ja, dafür lohnt es sich dann sogar einmal kurz stehen zu bleiben. Nicht nur, weil mir die Füße wehtun. Nee, aber es sieht doch herrlich aus. Wenn man so sieht, wie das Sonnenlicht durchfällt. Das ist ja ein bisschen Drama an diesem Beitrag. Letztes Mal bin ich hier. Also ich habe schon mal 21, habe ich ja schon gesagt, habe ich den hier gefinisht. Und bin souverän durchgelaufen. Ohne ein Ziepen. Durchhalten. Durchhalten. Das erstmal bis zum nächsten Verpflegungspunkt. Und dann wird's schon. Ein Blick auf die Abendstimmung. Das heißt, es kann nicht mehr lange dauern, bis hier tatsächlich dann die Stirnlampe zum Einsatz kommt. Und jetzt seht ihr 35. Eben sind wir die ganzen Höhenmeter hoch. War mega entspannt für die Füße. Die Belastung fand ich deutlich angenehmer als jetzt runter. Aber es ist tatsächlich jetzt auch runtergegangen wieder. Es war aua, aua, aua. Irgendwie muss das ja auch wehtun, sonst kann es ja jeder. In die Dämmerung. Man sieht richtig, wie es minütlich jetzt dunkler wird. Wie viele hier irgendwie rauchen oder gar nicht mehr nur jetzt Zigarette, sondern halt auch E-Zigarette. Also ich fand es total ungewöhnlich, dass am Start auch die ganzen Leute, die hier bei so einer Sportveranstaltung teilnehmen, dann hier noch mit Klimmstangen unterwegs sind. Eben fand ich es ganz, ganz eklig, muss ich gestehen. Wir sind ja unter uns. Haben welche noch Schnupftabak auf dem Weg aufgetragen und geschnupft. Also das fand ich ganz eklig. Verpflegungsstation. Hi. Hallo, wir sind etwas im Dunkeln. Da ist nämlich Matthias. Hi. Er hat uns eben super, super lieb verpflegt mit Plakat, mit extra Schuhen, mit Socken. Ich weiß nicht, oh, ob ja. Man sieht ihn nur nicht. Oh ja, man, doch, man sieht es. Und tatsächlich gehen Egon und ich jetzt wieder auf die Strecke.
Schokokrasse, Stärkung und noch die Cola. Die Fritz-Cola mit viel, viel Koffein. Und okay. Wir machen uns jetzt auf. Matthias, du machst sie auch. Achso, ja. In zwei verschiedene Richtungen. Einmal nach Frankfurt und Berlin. Aber ich bin froh, dass du jetzt noch so drauf bist. Ja. Mental ist das Wichtigste. Ja. Auch wenn die Fußsohlen echt brennen und es wehtun. Ja, aber ziehst du durch? Ja. Wir sehen uns erst morgen früh. So, ich melde mich mal hier bei Kilometer 45. Gleich müsste auf das Schild kommen. Ja, so ungefähr 300 Metern. Und Thias hat ja die Schuhe vorbeigebracht. Und es ist so viel angenehmer. Ich hoffe, das bleibt so. Kein Vergleich davor. Und ständig haben wir einfach meine neuen Laufschuhe. Doch mehr Dämpfung als meine ausgelatschten Marathonschuhe. Aber die hatten sowas. Ja, die haben halt Geschichte geschrieben und sind eingelaufen. Aber gut, ist so. Egan ist nach wie vor guter Dinge. Ein sehr optimistisches Wanderzebra. Wir haben einen sternklaren Himmel und es ist wirklich richtig, richtig toll, weil man erkennt, also wir laufen richtig auf den großen Wagen zu. Toller Sternenhimmel, der gerade wahnsinnig dafür entschädigt, dass wir hier schon seit mehreren Stunden unterwegs sind. Wir sind jetzt hier irgendwo in einer sehr schönen Stadt. Mit sehr viel Kopfsteinpflaster. Und hier riecht es irgendwie nach Fisch. Seid froh, dass es noch kein YouTube mit Geruch gibt. So, die Altstadt von Königstein haben wir. Eben war die Strecke richtig fies. Wir sind über diesen Buckel drüber. 50 Kilometer Schild. Und jetzt muss es ja irgendwie wieder runterliegen. Und tatsächlich ist das jetzt nicht nur so einfach schon eine Asphaltstraße, die ja wehtun würde, ne? An den Füßen. Nee, ist noch so eine richtige Buckelpiste gewesen. Genau. Aber jetzt ist es gerade wieder ein bisschen angenehm. Ich zeig mal, weil gerade es beleuchtet. So sieht aktuell die Route aus. Ab und zu unterhält man sich, dann hat man mal wieder seine Ruhe. Ich bin mal gespannt, ob das. Jetzt fühlt sich gerade echt gut an nach dem Schuhwechsel. Also ich hatte bei 33 nicht gedacht, dass ich so weit komme. Ich hatte meine mentale Zwischenphase schon im ersten Drittel hinter mir. Ich hoffe, das bleibt so. Wir sind mittlerweile in Kronberg angekommen. Und wer von euch nicht so gut die Gegend um Frankfurt kennt, also sowohl Königstein als auch Kronberg sind so schicke Orte im Vordertaunus. Und wir laufen hier ganz schnellen Schrittes an üppigen Villen mit riesen Hofeinfahrten vorbei. Schon sieht aber alles sehr nett aus, weil die Leute jetzt schon ihre Wohnungen drin beleuchtet haben. Man sieht, dass es alles super geschmackvoll eingerichtet ist. Ja, es ist sauber. Es liegt nichts auf der Straße rum. So, ein großer Sprung. Verpflegungsstation Nummer 3 ist jetzt hier. So wie vor 2 Jahren gibt es einen Sensemann, der diesmal keine Schokolade, sondern Gummibärchen verteilt. Ich fand ihn damals nicht lustig. Ich fand ihn sehr gruselig. Er ist wieder da. Es gibt Obst. Ich werde jetzt auch noch schnell meine Turbo-Banane hier essen. Und dann geht es, denke ich mal, ganz schnell weiter. Nicht zu viel Zeit verlieren und ich sitze jetzt nicht besser. Man sieht das jetzt nicht gut, aber es ist ein Lichtermeer. Die fleißigen Mitwanderer. Ja, genau. Wir haben uns hier super eingependelt. Komme ich jetzt auf YouTube? Ja. Wir haben nicht so viele Follower, aber es wird. Es wird einer mehr. Länger nicht mehr aufgenommen.
So in Gespräche tief. Und eben die Pause bei 60 hat mega gut getan. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mal so, ja, komm, lieber schnell weiter. Aber ich hatte da vorher schon, haben mir die Füße wehgetan und danach bin ich losgelaufen als, ja, nicht wie Kilometer 1, aber ja, vielleicht Kilometer 20. Also ich darf mich überhaupt nicht beklagen. Und ja, ab und zu wird man hier mit einem tollen Skyline-Blick belohnt. Ich bin jetzt irgendwo bei Kilometer 70, 72. Was ziemlich ungut ist. Ich habe eine richtig blöde Muskelverhärtung in der linken Wade. Hatte ich vorher noch nie gehabt in der Form. Es fühlt sich an wie Blei, wie so ein Stück Barren, der einfach in meiner Wade sitzt. Ich habe eben Magnesium genommen, ich habe Pferdesalbe drauf mit einem Roller. Ist ja echt bitter, weil ich halt jetzt total gut mit meinen Schuhen mittlerweile komme und eigentlich das, worüber ich mir bei Kilometer 30 Gedanken gemacht habe, nicht mehr von Relevanz ist, sondern bei 57 total easy. Station verlassen, 60, 65 und dann fing es an. Also ich habe jetzt beschlossen, ein bisschen langsamer zu laufen, dafür stetig weiter und ich guck mal, wie sich verhält. Ich habe eben noch mal so ein bisschen in die Wade reingedrückt, in der Hoffnung, dass sich was löst. Ja, und dann gucke ich mal. Ich hoffe, dass ich die 80 erreiche und dann nochmal an der Verpflegungsstation einfach evaluiere, was ich mache. Meine Muskelverhärtung tut höllisch weh und zieht sich auch so die ganze Wade raus. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich rausgehe oder nicht. Ja, so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich weiß, dass ich jetzt mit dieser Verhärtung noch 30 Kilometer laufen muss. Ja, das zieht sich halt jetzt nicht nur auf die Wade, sondern ist wie so ein, ja, ich habe es glaube ich eben schon mal gesagt, wie so ein Block, der einfach mir in der Wade sitzt. Ist richtig übel. Genau, also ich laufe jetzt mal weiter und dann schaue ich. Kurzer Zwischenstand nach 10 Metern, die ich jetzt eben vom Aufstehen zurückgelegt habe. Also die Wade wird nicht besser. Ich habe jetzt die Tendenz auch nicht mehr rund zu laufen. Das ist so bitter. Und ich möchte nicht abbrechen. Ich werde ganz traurig gerade. Weil ich das letzte Mal so souverän gemacht habe. Ich will eigentlich weiterlaufen. Aber ich habe so Angst, weil es alles so wie so ein Knoten hier im Bein ist. Sich anfühlt, dass das nicht unbedingt gut ist, wenn ich weiterlaufe. Und dass sich das auch nicht bessern wird. Und ich komme jetzt auch nicht mehr gut voran. Ich habe eben gedacht, ja gut, ich reduziere mein Tempo so ein bisschen und gehe einfach stetig. Aber es zwiebelt einfach nur noch. Es zwiebelt und wirkt sich auf meinen Laufstil aus, sodass ich auch gar nicht so richtig vorankomme. Blöd. Richtig blöd. Ja. Ganz normal probieren mit der Pferdesalbe, aber Magnesium und Pferdesalbe haben überhaupt nicht. Ich habe noch nicht mal die Pferdesalbe mehr beim Auftragen gemerkt, obwohl die normalerweise echt man deutlich spürt. Aber es ist einfach alles knüppelhart. Knüppelhart, ja. Also ich habe mich entschieden, da hinten die Bushaltestelle zu nehmen. Am meisten tut es mir gerade total abwegig und den ich eigentlich ins Ziel bringen wollte. Und ich weiß, dass es mit der Wade nicht geht. Es zieht immer mehr das Bein hoch. Ja. Ist einfach richtig mies. Ist richtig mies. Bis zu diesem, bis zu der Verhärtung sind wir easy peasy mit Höhen und mit Tiefen durch. Aber wir haben eigentlich immer uns auch die gute Laune hier behalten. Das ist richtig blöd. Ja.
Egon und ich werden jetzt hier in den Bus steigen. Ja, ich glaube das erste Mal, dass ich nicht finische. Überhaupt. Ich mich sonst irgendwo angemeldet habe, mich immer durchgezogen. Ja, eine blöde Entscheidung. Ich fühle mich halt auch nicht gut, wenn ich weiterlaufe. Weil dann bleibe ich irgendwo wahrscheinlich in den nächsten 5 Kilometern hängen. Irgendwo auf irgendeinem Feldweg, Waldweg, wo ich nicht mehr alleine wegkomme. Da ist mir einfach das Risiko gerade zu groß. Wenn es anfängt weiter zu krampfen, sich noch mehr zu verhärten, dann stehe ich hier. Ja, ich will nicht mal ein Taxi mehr holen, weil das nicht da drauf fahren kann. Und ich möchte eigentlich, also die Prämisse, mit der ich antrete, ist, dass ich gesund ankomme und dass es mir gut dabei geht. Und mir geht's gerade nicht gut. Mir geht's nicht gut. Ich weiß, dass wenn ich jetzt weiterlaufe, würde es wahrscheinlich, ja, ich würde es, könnte wahrscheinlich noch, aber dann ist die Frage, welchen Preis ich dafür zahle. Ja. Das möchte ich ehrlicherweise nicht ausprobieren. Ja. Ja, eben auch die ersten gesehen, die abgeholt wurden mit dem Rettungswagen. Und ich möchte nicht die sein, die einen Rettungsdienst rufen muss, weil sie nicht mehr laufen können. Und dann geht es ans Analysieren. Was habe ich letztes Mal anders gemacht? Was hat es mir anders gemacht, dass es mir letztes Mal so leicht gefallen ist, dass ich so souverän durchgegangen bin? Aber gut, ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Mein Körper hat mich gerade 73 Kilometer, ich habe eben nochmal nachgeguckt, getragen. Und das auch wirklich mit einem ordentlichen Tempo. Also gerade die ersten Kilometer. Ich hab die 50 Kilometer in 10 Stunden gelaufen. Ja, meine Zeit, wie gesagt, kämpfe ich hier mit dieser blöden linken Wade. Genau, aber ich darf mich nicht beschweren. Es ist alles bis dahin rund gelaufen. Ich hatte Spaß, ich hatte super Unterhaltungen. Gab auch gerade jetzt so die letzten, die mit mir gelaufen sind, die hatte ich bestimmt. Wie lange? Ja, 15? 15 Kilometer. Die sind wir zusammengelaufen als Dreierkombi. Die waren sehr nett. Die sind beide Extremsportler. Wir hatten tatsächlich so, ich würde sagen, bis Kilometer wird das gewesen sein. Ich glaube, der Muskel zugegangen ist bei 68 oder so. Aber davor hatten wir Spaß. Davor hatten wir Höhen und Tiefen. Aber haben die gemeistert. Und haben unser Lachen nicht verloren. Jetzt fällt es mir gerade ein bisschen schwer, aber ja. Ich glaube, die richtige Entscheidung. Ich möchte nicht hinken durchs Ziel. Das ist für mich nicht der Ziellauf, den ich mir wünsche. Ich möchte ihn so souverän haben, dass ich sagen kann, ich bin stolz auf meine Leistung. Und 30 Kilometer jetzt irgendwie zu hinken oder zu humpeln. Ja, aber da in Kauf zu nehmen, dass das was Längerwieriges wird, weil ich jetzt über eine Grenze hinausgehe, die ich nicht übertreten sollte, das will ich einfach nicht. So will ich auch nicht siegen. Das ist dann für mich kein Sieg. Jetzt freue ich mich eigentlich, wenn dein Bus gleich kommt, weil wenn man so einmal die Entscheidung getroffen hat, es wird auch gerade echt kühl. Wenn man natürlich auch jetzt einfach nur noch nach Hause sagt, das sind die Schlussworte. Egon und ich fahren stolz auf unsere 70 Kilometer, nee, 73, wir korrigieren 73 Kilometer nach Hause. Stolz darauf zu wissen, wann der Punkt gekommen ist, auch aufzugeben. Und in diesem Sinne, wahrscheinlich nächstes Jahr zu dritt nochmal. Dann hoffe ich wirklich zu dritt. Und bis dann.